So, und jetzt sind wir hier also praktisch in dieser Fischerhütte. Ich würde einfach mal sagen, das ist eine. Aha, okay, wir haben hier also ein Motorboot. Okay, alles klar. Habe ich gesehen. Und hopp. Was ist das denn? Ich glaube, ich muss hier runter. Jawohl. Ciao, mach's gut. Krass. Oh, Motor kaputt. Der Treibstoff ist leer. Ach, guck mal, wie motiviert unser kleiner... Wir nennen ihn einfach Wolle. Hier läuft. Okay, kurze Zwischensequenz hier. Ah, ein Fisch. Sehr gut. Oh, hat dann gestreichelt, den kleinen Fisch. Achte auf die Wellen als Trophäe bekommen. Sehr schön. Und jetzt gehen die Erinnerungen gleich noch ins Buch rein. Können wir ja mal schauen. Was haben wir denn hier? Viereck. Das Meer. Manche Orte liegen weit, weit von allem, Sorgen und Problemen entfernt. Sie sind Schätze. Und hier wieder die Bilder. Hier was für die Fußfetischisten unter euch vielleicht. Mr. Krabs, das Boot. Und das war's wieder. Zack. So, bin ich mal gespannt, was beim nächsten auf uns wartet. Hier haben wir 1 von 5 Geheimnissen. Okay, wie viel haben wir hier? 2 von 5. Und jetzt gehen wir zum Bärenmoor. Und schauen mal, was da so passiert. Man muss... Tatsächlich ist nicht alles gleich ersichtlich. Oder ich sehe es halt nicht. Weil ich mich nicht so... Also ich konzentriere mich schon drauf, aber es ist halt nicht so, dass ich sage... Ich achte jetzt auf jede Kleinigkeit. Das Bärenmoor. Da sind wir also. Und warum sagt mir mein Gefühl... Mach mal da eine Schleife ran. Alter. Und mach mal da eine Schleife ran. Okay, nee, das ist nicht richtig. Das hätte sich dann gleich gestrafft. So, ein bisschen Schwung holen. Dann kommen wir vielleicht auch da hoch. Na, komm schon. Wow. Okay, nochmal.
Warum kommen wir nicht da hoch? Ah, jetzt. Jetzt habe ich mir eine Schaukel gebaut, oder was? So, hochgeklettert. So, Knötchen machen. Und Knötchen machen. Ah, weil da was liegt, okay. Huch? Wie ist das denn passiert? Zack. Und wieder zurück. So, Knötchen lösen. Hohoho. Knötchen lösen. Knötchen lösen. Sehr schön. Und schwingen. Und schwupp. Warum soll ich hier schwingen? Wir laufen erstmal. Okay. Oha. Und los geht die wilde Fahrt. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wow. Ich bin begeistert. Ja gut. Ich habe eine Idee. Bitte lass das funktionieren. Ach so, ja. Wir müssen erstmal unser Dings hier ein Stück herpacken. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Ah, das fließt dahin? Jupp. Ich warte kurz. So. Mal mit. Hä, warum geht's jetzt nicht mehr? Ja, das war mir klar. Wir müssen das anders machen. Kennt ihr das, wenn ihr im Kopf einen Plan habt und ihr seid euch felsenfest sicher, dass dieser Plan einfach funktioniert? So, der Plan ist ja eigentlich ganz easy. So. Ne, so muss es ja eigentlich sein. Aber niemand hat uns gesagt, wie wir jetzt an unseren Dings wiederkommen.
So, nochmal der ganze Spaß. Ich schieb den jetzt mal ein Stückchen dahin. Das anders. Oh nein, mach das bloß nicht. Ja. Oh. Wenn ich jetzt hier einen Strick ran mache. So. Das komische Holzding jetzt nehme. So. Hier jetzt ein Dings dran mache. Zack, zack. Hoch. Zack, zack. Hey, hey. Ist das Ding da fürs hier macht, okay. Wir versuchen es noch ganz anders. So. So. Nö. So, hopp. Und hopp. Also irgendwie will der das nicht. So. Aber so wie ich jetzt hier runtergehe, knüttert der das nicht fest. Ach, weil wir oben noch keinen Knütterich haben. So. Woran hapert's denn jetzt? Falls jemand von euch weiß, woran's hier liegt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, woran's liegt. Wasser geht raus. Wir könnten ja versuchen. Wartet mal. Knitterig. Knöterich wieder ab. Knöterich.
glaube, ich gehe ganz falsch an die Sache ran. Ich glaube, ich habe den richtigen Ansatz. Aber ich glaube... Ich habe den richtigen Ansatz. Aber an der Ausführung hapert's. Wartet mal, ich mache jetzt da eins ran. Ich muss ja auch da oben. Da eins rein. Knöterig, knöterig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Okay, funktioniert jedenfalls nicht so. Okay. Alter, der Baumstamm hat uns eiskalt ersoffen. So. Hopp, hopp, hopp. Rindenkopf. Ja, ich mach's schon wieder. Nein, ich dachte, ich schaff's noch. Okay, also irgendwie... Ich hab das Gefühl, ich hab's eigentlich schon richtig. Aber an irgendwas hapert's. So, ich mach jetzt hier und knöterig ran. So. Hier und knöterig ran. Das Problem ist, wenn wir jetzt den Knöterich wieder abmachen, und das verstehe ich nicht, weil wir haben eigentlich... Seht ihr, was ich meine? Ich kann auch nicht sagen, dass ich zu viel... Dings hab. So, knöterig. Wir versuchen das mal anders. So, knöterig. Knöterig. Und knöterig. Knöterig. Ja, okay, nee, es funktioniert nicht. Und knöterig.
Okay, ich denke, ich sollte das erstmal lassen. Wenn jemand Ahnung hat oder wenn jemand das weiß, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten versuche ich natürlich die nachfolgenden Aufnahmen, natürlich das Rätsel schon gelöst zu haben. Falls es jemand trotzdem in die Kommentare schreibt, schon bevor die nächste Folge hochgeladen ist, dann bin ich natürlich trotzdem dankbar. Und vielleicht habt ihr ja noch andere Lösungsansätze, die ich mir nach dem Video einfach angucke und dann schauen wir mal weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.